Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährung mit eurem Alex. Ja, meine Lieben, aufgrund von zahlreichen Fragen, E-Mails und auch Kommentaren zu dem Thema Mining auf EOBOT möchte ich heute mal ein ganz kurzes Video machen für diejenigen, die sich das jetzt vielleicht schon erstellt haben, das Konto, aber irgendwie immer noch nicht so recht wissen, wie sie damit umgehen. Wie kann ich jetzt meine Cloud-Mining-Geschwindigkeit verbessern? Deshalb nochmal ganz kurz das Video hier. Wie zahle ich ein? Wie zahle ich später auch wieder aus, wenn ich möchte? Und wie kann ich eigentlich die erwirtschafteten Coins sozusagen reinvestieren? Das zeige ich heute mal in einem Live-Beispiel. Und vorab nochmal der Hinweis, bevor ihr startet, immer erst auf Products, dann auf Faucet. Und dann gebt ihr einfach mal, schauen wir mal hier rein. Es ist ja so ein kleiner Banner, zeigt ein Bild oder manchmal auch eine kurze Videosequenz. Müssen wir im Moment warten. Dann öffnet sich eine neue Seite und wir geben einfach das ein, was wir hier lesen. Also now and forever. Okay, get faucet reward. Und je nachdem, welche Währung ihr jetzt gerade meint, in dieser Währung bekommt ihr dann sozusagen auch eure Belohnung. Das heißt, ich meine momentan Bitcoins, kürzt sich BCN ab und dementsprechend habe ich jetzt als Dankeschön 3,7 Bitcoins bekommen. Okay. Ja, schauen wir mal rein. So, jetzt sehen wir, eben hatte ich hier irgendwie 799, jetzt habe ich 803. Das heißt, die wurden einfach dazu gerechnet. Okay, schön und gut. Oben könnt ihr dann immer sehen, was bedeutet das eigentlich. Hier auf dem Testkonto, das ich habe, haben wir hier 1 Euro erwirtschaftet jetzt mit den Bitcoins. Und ihr seht, die Uhr läuft weiter. Ja, ansonsten schauen wir mal rein. Genau, jetzt haben wir, jetzt möchte ich mal, Entschuldigung, jetzt, ja, der wäre nicht so wie ich. Mache ich mal mit der Hand, genau. Also jetzt wollen wir mal zum Beispiel sehen, wie wir jetzt aus diesen 123 eine höhere Geschwindigkeit erstellen aus den Coins, die wir bereits haben. Wir klicken auf Exchange. So, und dann sehen wir links die Währung, die wir eintauschen möchten, gegen rechts das, was wir auswählen. Wir könnten jetzt zum Beispiel Bitcoin tauschen gegen alle möglichen anderen Währungen, wenn wir wollen, oder eben auch gegen Geschwindigkeit. Und das ist das, was ich in diesem Beispiel jetzt mache. Wir wollen also unsere erwirtschafteten Coins reinvestieren in Geschwindigkeit. Und dazu nehme ich jetzt mal ein Beispiel. Was habe ich denn hier auf dem Konto? 7 Dogecoins. Nehmen wir die mal als Beispiel. Ich gehe also auf Doge. Die Abkürzung findet ihr übrigens immer neben, also ihr seht immer hier den Namen eurer Währung. Und hier unten seht ihr immer die Abkürzung. Also wenn ihr immer nicht ganz sicher seid, könnt ihr immer wieder nachschauen. Okay, gehen wir mal auf Dogecoin. Und jetzt können wir eingeben, wie viele wir davon investieren. Wir nehmen jetzt beispielsweise mal die 7, die wir haben und sehen, wir bekommen dafür 0,03623 an Geschwindigkeit. Das machen wir mal. Jetzt kaufen wir das Ganze. Er fragt uns, seid ihr sicher? Ja. Und wir achten mal drauf, es müsste sich also hier nach der Kommastelle eigentlich etwas verändern, dass also aus der 1 jetzt eine 4 wird. Ja, ich mich nicht irre. So, gucken wir mal. Okay, also er hat es bestätigt, das ist, hat geklappt. Und wir sehen also, jetzt wurde hier aus einer 1 sogar ein bisschen mehr, weil wir die Kommastellen noch aufrunden, also eine 5. Das heißt, meine Geschwindigkeit wurde jetzt minimal erhöht. Das gleiche machen wir nochmal mit Bitcoin als Beispiel, damit wir es einfach mal verinnerlichen. Auch hier wieder auf Exchange, gucken uns die Abkürzung an, in diesem Fall BCN. Schauen uns das Ganze hier einmal an. Gehen auf BCN und können jetzt auswählen, wie viele unserer Coins wir einlösen möchten. Er schlägt immer gleich alle vor. Ja, natürlich bei Bitcoin macht das jetzt nicht den riesen Unterschied, aber ob ihr nun ein Bitcoin oder 100 Bitcoin investiert, es macht schon einen Unterschied. Das sollt immer darauf achten, dass ihr hier wirklich auch das drin habt, was ihr wirklich eintauschen wollt. Wir sehen also, ich kriege dafür 2,089 Geschwindigkeit. Und wir machen das Ganze jetzt einfach mal. Okay. So, gehen auf Account. Und sehen, dass wir jetzt hier 125 Geschwindigkeit haben. Ja. So einfach funktioniert es. Ihr könnt also eure erwirtschafteten Coins ganz simpel wieder umlegen. Und ansonsten, wenn euch das zu langsam ist, dann könnt ihr es so machen wie ich. Ich habe zum Beispiel jetzt überlegt, okay, ich sehe darin Potenzial. Ich habe mich über EOBOT schlau gemacht. Ich weiß, dass die Plattform relativ solide arbeitet. Auch die Auszahlungen, die ich gemacht habe, haben funktioniert. Deshalb habe ich mir irgendwann überlegt, okay, ich will ein bisschen was investieren. Und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr seht, all das, was ihr hier abgebildet habt, ist auch das, was EOBOT akzeptiert. Ja? Ihr könnt jetzt nicht eure Dollarscheine in euren Laptop reinschieben, zumindest habe ich nicht das passende Plugin dafür. Deshalb müsst ihr natürlich erst einmal die Währung hier raufladen. Und um das zu tun, könnt ihr zum Beispiel Dollar oder eure vorhandenen Coins, die ihr euch irgendwo gekauft habt,
Könnt ihr jetzt über Deposit einzahlen? Das machen wir jetzt einfach mal. Und jetzt fragt er, wenn ihr noch keine Adresse generiert habt, also noch keine Wallet-ID, dann könntet ihr euch jetzt eine Wallet-ID generieren, indem ihr auf Generate drückt. Ich habe jetzt schon ein paar vorbereitet. Ich habe zum Beispiel Dosh, ich habe XRP, ich habe XEM, also mehrere, die man da generieren kann, die ich eben schon gemeint habe. Und dann seht ihr eben, wenn man es machen möchte, würdet ihr eure Bitcoins oder eure Bitcoins oder was auch immer an diese Adresse hier schicken. Wenn ihr also in eurem Wallet seid und ihr wollt jetzt Geld versenden, beziehungsweise Kryptos versenden, dann gebt ihr als Empfängeradresse diese Adresse hier ein und circa, je nach Währung, circa 5 bis, ja, bis 15 Minuten in etwa dauert es dann, bis ihr von eurem Wallet das Ganze hier rüber geschickt habt und dann damit arbeiten könnt. Ihr kriegt dafür keine Bestätigungs-E-Mail oder so etwas, sondern ihr müsst einfach mal aktualisieren und plötzlich werdet ihr sehen, dass eben da, wo eben noch 0 stand, meinetwegen jetzt auf einmal 10 oder 100 steht. Ja? So funktioniert die Einzahlung. Wenn ihr die dann also hier stehen habt, seht ihr hier oben immer zusammengerechnet den Wert, den alle eure Währungen hier verteilt ergeben. Und ihr könnt jede dieser Währungen auch wieder eintauschen gegen Geschwindigkeit. Alternativ habt ihr jetzt vielleicht schon so viel gemeint oder so viel zusammen, dass ihr sagt, ihr möchtet gerne auszahlen. Dann klickt ihr auf Withdraw. Und bei Withdraw zeigt er euch hier oben eine wichtige Mitteilung oder einen wichtigen Hinweis. Und zwar muss man sogenannte Minimum Beträge einlösen. Also ihr könnt jetzt nicht einen einzigen Bitcoin übertragen. Dafür wäre der Aufwand zu groß. Deshalb gibt es dementsprechend gewisse Mindestwerte, die ihr zusammen haben müsst, um zu überweisen. Umgerechnet sind das ungefähr meines Wissens nach ungefähr 5 Euro, die ihr zusammentragen müsst. Liegt immer so ein bisschen am täglichen Kurs, aber ja, von daher kein Problem. Ich denke einmal, das wird jeder von euch auf die Zeit hinbekommen. Und wenn das soweit ist, gebt ihr hier zum Beispiel eure Wallet-ID ein. Ich mache jetzt mal Beispiel. Beispiel-ID XBB und so weiter. Ein paar Zahlen noch, ja. Dann habt ihr im Endeffekt eure Adresse zusammengekloppt und könnt dann dementsprechend das Ganze auszahlen, entweder manuell oder ihr drückt auf Automatik. Wenn ihr einmal eure Adresse hinterlegt habt, würde er beim nächsten Mal diese Adresse automatisch wieder anbieten. Ja, das war's soweit. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch zu vielen anderen gesellt. Hier sehen wir mal zum Beispiel viele unserer User und derjenigen, die dem Ganzen schon folgen. Das heißt, wir sind jetzt gemeinsam in einem Team, wenn man so will. Ich kann sehen, wie viel Geschwindigkeit jeder Einzelne hat. Ihr könnt mich anschreiben, mich ansprechen. Man kann sich so ein bisschen austauschen. Und man sieht vor allem, ja, wie viel das Ganze bringt. Man sieht also, in diesem Fall bringt es jedem Team einen gewissen Zusatzboost, den ihr bekommt, dafür, dass ihr eben gemeinsam im Team arbeitet und eben sozusagen das Team erweitert durch eure Anwesenheit, durch andere. Und das Besondere ist, wenn ihr es nicht machen möchtet, weil ihr es von euch aus wollt, müsst ihr hierfür keinen Cent bezahlen. Also jeder kann hier minen und mit EOBOT arbeiten, ohne wirklich einen Cent bezahlen zu müssen. Das ist der Riesenunterschied zu vielen anderen Börsen oder beziehungsweise anderen Mining-Portalen, wo ihr am Anfang irgendwelche Bronze-, Silber- oder Goldpakete kaufen sollt. All das fällt hier weg. Ihr könnt hier also, wenn ihr wollt, gar nichts zahlen und ganz langsam minen. Oder ihr sagt, ihr möchtet ein bisschen was investieren, dann macht das sehr gerne, aber keiner zwingt euch dazu. Seid ihr einmal eingeloggt bei EOBOT? Denn läuft sozusagen die Uhr, die wir hier im Account sehen, die läuft stets und ständig weiter. Also selbst wenn wir den Laptop zuklappen oder den Computer runterfahren, selbst wenn ihr in der Schule seid oder im Lehrgang oder auf der Arbeit oder in eurer Firma, egal wo, ihr könnt also jederzeit sehen, dass wenn ihr am Abend den Laptop wieder öffnet, die Coins weitergelaufen sind. Und das finde ich ziemlich genial. Ihr müsst also keine Hardware-Power liefern, sondern lediglich angemeldet sein bei dem Ganzen und schon seid ihr Teil von dem ganzen Spielchen. Würde mich freuen, wenn ihr euch dazu gesellt. Wenn ihr ein Teil des Teams werden wollt, ganz einfach Hand in Hand zusammen viel erreichen. So ist die Devise in diesem Team. Kommt gern zusammen. Ich gebe euch einen Link in die Beschreibung. Einfach draufklicken, euch kostenfrei anmelden bei EOBOT und schon seid ihr automatisch im Team drin. Könnt euch gerne austauschen. Ihr könnt dann auf die User-IDs klicken. Ihr könnt mit mir kommunizieren und zum Beispiel Fragen äußern. Ansonsten gerne in die Kommentare. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe auch darauf, dass wir noch viele, viele neue Member dazu gewinnen können und vor allem, dass ihr möglichst die Währung, die ihr am liebsten meinen wollt, auch schnellstmöglich zusammen meinen könnt. Wenn Fragen da sind, in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen richtig geilen Abend. Viel, viel Spaß beim Meinen und bis bald. Ciao.